Diese Katastrophe würde das Ende der Raumfahrt bedeuten. Eine Kettenreaktion, an deren Ende die Zerstörung der allermeisten Satelliten rund um die Erde steht. Das Kessler-Syndrom, ausgelöst durch Weltraumschrott. Und dieses Syndrom, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn wir nicht bald anfangen, den Weltraumschrott wegzuräumen. Jetzt hat ein europäischer Satellit zum ersten Mal ein Manöver zum Aufsammeln von Weltraumschrott absolviert. Klicks um Science and Fiction. Hier gibt's täglich neue Science-Videos. Abonniert den Channel gerne. Herzlich willkommen. Immer wieder schlittern wir daran vorbei. Es gab bereits 200 Kollisionen im Orbit der Erde und jede produziert wieder neue Schrottteilchen. Inzwischen geht man von 166 Millionen Trümmerteilen aus, die um die Erde schwirren. 7600 Tonnen extrem gefährlicher Müll. Wir sind im Moment quasi Zeuge eines Kessler-Syndroms in Zeitlupe. Spektakulärer Höhepunkt: 2009 stoßen der US-Satellit Nummer 33 des Iridium-Satellitentelefonnetzes, Gewicht eine halbe Tonne, und der russische Satellit Kosmos 2251 zusammen. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von rund 40.000 Kilometern pro Stunde bleibt von beiden Satelliten nichts mehr übrig, außer rund 100.000 Schrottteilen. Sie haben die Möglichkeit für den nächsten Unfall deutlich erhöht, zum Beispiel eine Kollision mit der ISS, der Internationalen Raumstation, wie am 24. März 2015. Ein Schrottteil dieser Kollision steuert mit hoher Geschwindigkeit auf die ISS zu. Es stammt vom russischen Satelliten Kosmos 2251. Die NASA kann eine schwere Beschädigung der Station nicht ausschließen. Für die Astronauten gibt es nur eine Rettung. Zwei an die ISS angedockte russische Sojus-Kapseln. Im Fall der Katastrophe könnten sie sofort abdocken und zur Erde zurückfliegen. Die NASA rechnet also ganz konkret mit einer schlimmen Katastrophe bis hin zur Vernichtung der ISS. Also sie kann sie nicht ausschließen und bereitet sich deshalb darauf vor. Laut ESA-Chef Johann Dietrich Wörner ist Weltraumschrott eine globale Herausforderung. Jetzt endlich, muss man sagen, wird an einer Lösung gearbeitet. Die britische Universität Surrey hat erstmals einen Satelliten ausgesetzt, um das Aufsammeln von Weltraumschrott zu testen. Der Name des Experiments: Remove Debris, also auf Deutsch entferne Trümmer. Und das scheint gelungen zu sein. Ein dafür im Erdorbit ausgesetzter Kleinsatellit wurde mit Hilfe eines Netzes eingefangen und zum Absturz gebracht. Dafür wurde das Netz in 5 Metern Entfernung ausgeworfen und der Satellit eingefangen. Zitat: Um diese Netztechnologie zum Einfangen vom Weltraummüll zu entwickeln, haben wir 6 Jahre lang mit Parabelflügen und in speziellen Falltürmen und thermischen Vakuumkammern getestet. So der Projektleiter bei Airbus, Ingo Rethardt. Airbus ist einer der Projektbeteiligten. Und bei dem Verfahren mit dem Netz wird es nicht bleiben. In den kommenden Monaten soll eine Harpune zum Einsammeln getestet werden und ein optisches Navigationssystem, um die Trümmer zu orten. Doch ob die Techniken dann im großen Rahmen eingesetzt werden, das ist noch sehr fraglich. Bisher gibt es nämlich keinerlei Vereinbarungen zum Aufnehmen von Weltraumschrott. Niemand fühlt sich verantwortlich und ein Problem ist noch vollkommen ungeklärt: Was machen wir mit alten großen Schrottsatelliten, die steuerungslos durch das All fliegen? Der 8,2 Tonnen schwere Satellitenkoloss Envisat ist so ein Kandidat. Seit April 2012 fliegt er vollkommen unkontrolliert im Erdorbit. Ihn einzufangen und zu zerstören dürfte zig Millionen kosten. Geld, das niemand ausgeben will. Wenn dieses Problem aber nicht gelöst wird, dann haben wir ein viel größeres Problem. Beim Kessler-Syndrom wird dann nämlich so ziemlich alles im Erdorbit zerstört: Satelliten für GPS, Telefonie, Internet, Wettervorhersagen und so weiter und so fort. Dazu noch die ISS, die Internationale Raumstation, und Raumfahrt ist dann gar nicht mehr möglich. Ein Gürtel von Schrottteilen würde die Erde umschließen. Wir würden um Jahrzehnte zurückgeworfen werden. Es wäre eine riesige Katastrophe für die gesamte Menschheit. Was denkt ihr über den Weltraumschrott? Was muss getan werden? Schreibt es in die Kommentare. Sobald hier weitere Fortschritte erzielt werden, da gibt es ja natürlich ein neues Video. Wenn ihr das nicht verpassen und wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Nur da bekommt ihr das aktuelle Video deutlich vor allen anderen, von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken. Und darunter geht's weiter mit, dafür auch draufklicken: Live-Überwachung durch Satelliten, tausende neue Mini-Satelliten im Orbit. Bis dann. Bleibt dran.